Ja, Hallöchen zu einer neuen Folge Mad Games Tycoon. So, ich drück mal ein Turbo rein. Ja, wie ihr hört, selber Aufnahmesession, die letzte Aufnahme vom Redstone-Spiel. Keine Ahnung, ob ich mich da so ein bisschen verkühlt habe oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, wir haben ein Spiel rausgebracht, also machen wir jetzt hier auch mal eine Runde Update. So, und ich habe mir gedacht, das nächste Spiel, was wir vielleicht machen, machen wir mal so in Richtung Dinosaurier. Vielleicht, ja, Simulation. Mal gucken. Auf jeden Fall, was ich später ganz gerne machen wollen würde, wäre so eine Art Ark. Eine Art WoW auf jeden Fall. Und auf jeden Fall halt so diese Survival Games, MMOs, so in die Richtung. Ne? Also das würde ich schon ganz gerne tun. Gucken wir mal, wie weit wir heute in dieser Folge kommen. Und in der nächsten Folge. Ne? Also ich nehme heute wieder zwei Folgen auf. Gucken wir, wie weit es geht. Und hier machen wir dann auch gleich Plus. Und zwar jetzt. Gut. So. Du bist mit fertig, also steig mal hier mit rein. Gleich nochmal eins hinterher. Ja, rutschen wir natürlich wieder ein bisschen ab, aber es ist egal. Dafür machen wir jetzt wieder gut Plus. Außerdem haben wir ja noch 2,5 Millionen. So, zwischendurch machen wir mal ein bisschen Auftragsarbeit. Es geht ja zu zweit relativ schnell. So, dann mal gucken, wie weit der hier noch braucht. Ne, David Rasmussen. So, Genre. Simulation. Ja, machen wir Simulation. Ja, Simulation. Und dann soll er das mal erforschen. Ja, Mensch, hier. Stimmt, jetzt ist ja auch das Dings vorbei. Da war ja noch der Malus von 50%. Jawohl, jetzt machen wir Asche mit dem Spiel. So finde ich das superb. Mon ami. So, hier kommt Automatisierung beenden. Dann machen wir jetzt gleich nochmal ein Update. So, und wir wollten ja... Nee, wollten wir nicht. Oder? Haben wir eine... Immer noch keine Frau. Ja, wir wollten doch noch hier Töchterchen von ihr. So. Ja, es rauscht ein bisschen ab, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir können ja schon mal die Engine updaten. Bis dann die 1.2.8. So. Gib ihm. Ja, das Spiel, das hat doch schon gut. Ja, 1,3 Millionen. Seht ihr? Blacksmith and Robots. Also Schwarzschmieden und Roboter. Ja gut, warum nicht? Ja, und eins ist natürlich auch ganz klar, wir werden dann später alle aufkaufen. Weil, warum halt auch nicht? Gucken wir mal. Ja, das hat jetzt eigentlich schon die Kunde gemacht. Dann lass die da mal durcharbeiten. Ach komm, das kann auch so werden, wie es ist, auslaufen. Das ist jetzt gar nicht mal so tragisch. Und wir gucken einfach mal, dass wir vielleicht mal jetzt hier endlich ein Weibchen anderen kriegen. Ne? Geschwister und dann hier Schwiegersohn von ihr. Da fehlt ja nur noch die Tochter. Dann haben wir 4 Leute. Ja, da müssten wir eigentlich auch schon bald umziehen. Ne? Mal gucken hier. Gehen wir in die Doppelgarage. Ja, wir gehen hier von Gebäude zu Gebäude. So machen wir das diesmal. Aber erstmal brauchen wir die 4. Person, nämlich wenn das Büro voll ist. Ja, so hätte ich das dann gern.
aber da werden wir dann, denke ich mal, auch spontan uns irgendwie vielleicht auch umentscheiden. Das müssen wir gucken. Es ist so Mäusemelken. Mal gucken. Devote Kids. Bierschutz. Den kaufen wir natürlich. So. Ja. Jetzt müssen wir natürlich warten. Bis sich hier irgendwas tut. Hey. Notiz an mich selber. Mute-Taste. Ich schreibe mir das mal auf. Kann ja so nicht weitergehen. So, bin ja stets darum bemüht, hier den Qualitätsstatus ein bisschen hoch zu machen. So, wie sieht das jetzt aus? Haben wir ja immer noch nicht. Kinders. Ja, aber hier sind wir schon bei 26,2%. Ja, komm, dann können wir jetzt hier auch nochmal ein Update machen. Warum halt auch nicht. Und wenn wir das dann haben, dann gucken wir mal, was wir noch für eine Engine machen könnten. Nur mal neue Engine optimieren für Rollenspiel. Du bist dann die. Wer ist die andere? Depping. Du bist die Depping. Dann wirst du die. Frost. Heiß. Na, angelehnt an die Frostbite. Dann bist du die Frostheit. Heiß. Frost heiß 1.8 optimiert für Rollenspiel und zwar auf 25% für 500. So, bitteschön, macht mal. Ja, dann können wir Rollenspiel und Simulation, weil Rollenspiel ist ja auch irgendwo eine Simulation. Ja, ist okay. Oder irgendwas anderes, Jump and Run. Ja. Haben wir nicht. Machen wir den hier nochmal. Ja, guck mal, gleich schon 10.000. Das ist doch schon mal eine schöne Geschichte. So, dann hast du das schon mal. Dann brauchen wir hier aber noch. Dinosaurier. So, haben wir jetzt hier vielleicht auch mal eine Frau im Angebot? Immer noch nichts. Krieg Aggression, krieg ich doch! Sei euch. Vielleicht jetzt? Nein, oh, es ist. Wisst ihr was? Ich warte, bis das hier fertig ist und dann ziehen wir um. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Genug Kohle dafür haben wir. Ziehen wir heute um. Wir sollten uns dann sowieso nämlich so eine Marketing. Also brauchen wir auf jeden Fall Marketingbüro. So, Pause. Jetzt sind wir jetzt in die Doppelgarage. Haben wir nämlich doppelt so viel Platz. Hört sich blöd an, ist aber mal. Gut, dafür brauchen wir allerdings auch ein Dingsbüro. Ne? Geht doch. So. Wir machen uns ein Entwicklungsbüro. Und zwar über die komplette Breite hier. Und machen hier die Tür. So.
Ach, da können wir, wisst ihr, was da können wir, oh ja, diese. Sehe ich nämlich nicht sonderlich größer machen. So. Heizung. Wir aber mal dahin. Kommt dahin. Der kommt dahin. Einer sollte reichen. Der kommt über den Mülleimer. Da, wo es wahrscheinlich brennen wird. Der kommt über die Heizung. So. Dann hätten wir das schon mal. Du gehst hier hin. Und du gehst hier hin. So. Dann ein Schiffbüro. Ne, das machen wir zum Schluss. Qualitätssicherung. So. Kriegst den. Ja, das dauert natürlich jetzt hier im Moment, aber das machen wir auch nicht jede Folge. Ne? Also, ich finde es in Ordnung. So. Das. Dann machen wir als nächstes, was mit Qualitätssicherung gegangen, kommt hier die Forschung mit hin. So. Forschung. Forschung kriegt erstmal nichts weiter rein. Support. Support. Support, da planen wir gleich mal das mit ein. So, Schreibtische. Genau. So. Also wir haben Entwicklung, Qualitätssicherung, Forschung. Jetzt brauchen wir noch Marketing. Schiffbüro. So. Haben wir das. Trainingsraum brauchen wir noch. Da. Komm, kriegst hier auch ein Dings. So. Irgendwo Schreibtische. Dann gucken wir mal. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Kriegen wir da? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ist da was? Da machen wir mal einen Aufenthaltsraum, würde ich sagen. Gucken wir mal, was wir hier in der Größe unterkriegen. Aufenthaltsraum. Und zwar nehmen wir den. Und der.
stimmt der. Warte mal, ich hab da eine Idee. So. So. Okay. Und du gehst dann erstmal hier rein. Und du forschst dann bitte das. So. Und ihr macht dann gerne nochmal ein Update. So. Und dann haben wir jetzt hier vielleicht ein Weibchen. Nein. Mal immer noch nicht. So, hier, Fan-Kampagne automatisch der. Okay. Ah, Dinosaurier. Ja. Spiel entwickeln. Dino Hunter. Zielgruppe machen wir erstmal Erwachsene. Thema Dinosaurier und Anime, Hauptgenre, Rollenspiel, Untergenre, Simulation. Engine ist die Frostheiß. Und das Ganze auf PC und Mac. So. Ja, das müssen wir mal gucken. Achso, das war ja auch schon. Ach, das ist noch, ist schon Rollenspiel. Also. Ja gut. Okay. Okay. Das war jetzt der und der. So, gut. Weiß ich das auch. Ja, das ist ausgewählt. Dann machen wir mal bitte verbessern. Gehst du herein. Ah, oh, ist das schnell. Das Spiel an sich ist ja schnell. Teufel, komm raus, ist es schnell. Na, nee, jetzt brauchen wir definitiv eine, die vierte Person, ne? Also. Der beste Maus dem Dino. Aber kein Schwanzlapp. Das soll euch. Aber es war jetzt echt nicht gewollt, dass das, also, ich habe da nicht drauf geachtet, dass das vorher auch ein Rollenspiel war. Also, das war jetzt echt nicht meine Absicht. Hm. Ja, machen wir als nächstes, keine Ahnung, Wirtschaftssimulation oder sowas. Kriegen wir schon immer Sinn. So. Ey, das kann's doch nicht sein. Immer noch nix. Ich brauche eine Frau. Jetzt können wir bald den Enkel einstellen. Herrschaftszeiten. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können unsere Produktion bauen. Na, können wir nicht. Produktion braucht keine Ahnung wie viel. Dann machen wir uns noch ein Klo. So.
Wieso geht das da nicht hin? Das ist doch scheiße. Naja, egal. Dann machen wir den dahin. Du kommst dahin. Nein. Du kommst. Ja, dann kommst du dahin. So. Ja, die krieg ich nicht erreicht. Naja, egal. Okay. So, gucken wir nochmal. Immer noch keine Frau. Gut, ist mir jetzt aber auch wurscht. Ich nutze das jetzt einfach mal und mache hier einen Cut. Ich sage bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.